Wir sind ja beim Thema Gleichung lösen, eigentlich auch beim Kürzen. Und jetzt gibt es noch eine andere Geschichte. Manchmal muss man den gleichen Nenner finden, sonst geht es nicht weiter. Wir machen mal folgende Übung, und zwar nehmen wir mal an, es steht da ein Drittel plus ein Viertel plus ein Sechstel plus ein Achtzehntel plus ein Zwölftel. Findet mal da einen Hauptnenner, der so klein wie möglich ist. Klar, ich zeig mal, ein Viertel plus ein Siebtel, ne, haben wir ja gesagt, da nehme ich gleich 28, das ist der kleinste Hauptnenner. Aber wenn ich hier sage, ich nehme einfach bloß unten die Nenner mal, dann wird es schnell unübersichtlich. Macht mal. Also das ist jetzt bloß hier Schmuck am Nachthemd gewesen. Jetzt los. Aufgabe hinschreiben, Hauptnenner bilden und dann erweitern und dann den ganzen Kram zusammenzählen. Das ist die Aufgabe. Pause. Wir haben uns auf den gemeinsamen Nenner 36 geeinigt, weil die 12, die 18, die 6, die 4 und die 3 da drin stecken. Jetzt darf man auch durchstreichen und erweitern. Ist kein Problem. 36, nicht alles neu hinschreiben. Aber wie viel mal muss ich die 3 nehmen, damit ich auf 36 komme? Mal 12. Und jetzt nicht aus der 1 einfach so eine 2 dahinter schreiben, eine 12 machen, sondern durchstreichen, als wenn man gekürzt hätte. 4 mal 9 ist 36, also 9. 6 mal 6 ist 36, hier eine 6 hin. 18 mal 2 ist 36, hier eine 2 hin. Und 3 mal 12 ist auch 36, also muss hier eine 3 hin. Jetzt ist es leicht, ne? 36 ist der Hauptnenner, so heißt das ganze Ding. 12 plus 9 ist meistens 21, 27, 29 und 32. Was kann man jetzt noch machen, damit das Ergebnis übersichtlicher wird? Kürzen. Was ist denn passiert? Kürzen, ich weiß schon, was ihr sagen wollt. Wir machen es jetzt schneller. Durch 2, oder habe ich mich verrechnet? Durch 4 geht es sogar. Geht es vielleicht durch noch mehr? Probieren wir es mal. Durch 4 ist 8. Durch 4 ist 9. Ne? 8 Neuntel. So, lassen wir den Mist aber nicht stehen. Und jetzt noch was. Es gibt kein, wissen wir ja von den Gleichungen, es gibt keine Gleichung mit zwei Waagebalken, die noch miteinander verknüpft sind, sondern da schreibt man dann, wenn man hier 8 Neuntel so hingeschmiert hat und hier schon ein ist gleich ist, hier Gesundheit, ein Pfeil, 8 Neuntel und das ist das Endergebnis. Gut. Ich schreibe gleich noch eine neue Aufgabe auf, hier gibt es Fragen. Jetzt haben wir noch eine Aufgabe, die heißt 3 Viertel plus 7 Achtel plus 3 Zwölftel und wir wollen mal da loslegen. Also zu Hause wieder Pause-Taste drücken, selber rechnen macht schlau und Action. Wir melden uns bald wieder. 3 Viertel, 7 Achtel und 3 Zwölftel, die könnte ich ja alle mit irgendwie mit, ja, 24stel benennen. Aber wenn mir auffällt, dass 3 Zwölftel ja durch 3 gekürzt ein Viertel ergibt, dann brauche ich bloß einen kleineren Hauptnenner zu nehmen. Dann nehme ich nur Achtel. Ich muss jetzt nicht nochmal alles neu abschreiben, denn ich kann ja durch, so wie ich mich rankürze, wie ich das oben gesagt hatte, kann ich mich auch durchkürzen und dann wieder erweitern, praktisch an das Ding ranbewegen, was ich will. Die Achtel lasse ich stehen. Und jetzt mache ich mal in Blau wieder weiter. Dann sage ich, das sind dann 2 Achtel. Das sind dann 6 Achtel. Jetzt heißen sie alle Achtel, das heißt Achtel wird mein Hauptnenner werden. 6 plus 7 ist 13 plus 2 ist 15 Achtel. Wir machen keine gemischte Zahl raus, wir nicht. Das kann man machen, aber das ist unwichtig. Das ist jetzt nicht wichtig, das ist nicht unser Ziel. 15 Achtel. Fragen? Warum? Wir machen es nicht. Die 15 Achtel erst in eine gemischte Zahl umwandeln. Wir werden dann bei höherer Mathematik dieses Ergebnis immer wieder brauchen hier. So, mit diesem Ergebnis wird weitergerechnet. Jetzt nehmen wir an, wir haben uns dann 1, 7, 8 hingeschrieben, dann kommen 2, 3, DIN A4 Seiten und dann brauchen wir dieses Ergebnis wieder und müssen es bloß mal 16 nehmen. Und die Aufgabe heißt nicht, das sehen wir nämlich gar nicht mehr, das ist weg. 15 Achtel haben wir umgewandelt in 1, 7 Achtel und jetzt nehmen wir sogar noch an, wir hätten 1, 6 Achtel aus Versehen daraus gemacht. Wir hätten Mist gemacht beim Umrechnen. Kann ja passieren, aber was ist denn dann? Dann kommt ein ganz falsches Ergebnis raus. Jetzt stehen wir vor der Aufgabe hier. Das heißt, wir müssen wieder umwandeln. Das sind 7, das sind 8 Achtel, das sind 15 Achtel. 15 Achtel mal 16, ach, ne, man kann den Bruchstrich verlängern. 1, 2, 15 mal 2, 30 muss rauskommen. Man braucht solche Ergebnisse manchmal. Aber warum erst
eventuell einen Fehler reinbauen, indem ich hier ein falsches Zwischenergebnis habe. Dann das falsche Zwischenergebnis, wenn es geht, nochmal übernehmen und sich einen Fehler mit reinziehen. Ihr ärgert euch dumm und dämlich. Wegen solcher Kleinigkeiten sind die Aufgaben, ne, kaputt. Deswegen machen wir das nicht. Deswegen sagen wir, lass doch die 15 Achtel, 15 Achtel bleiben. Wenn wir mit diesem Ergebnis weiterrechnen müssen, dann haben wir es. Wir wissen, wir können es umwandeln. Aber wenn ich das nicht selber hier verlange, dann braucht ihr es nicht zu tun. Gut. Noch eine Aufgabe, ich mache nochmal Pause und schreibe dir hin. Jetzt setzen wir mal gleich ohne Vorwarnung einen drauf. Wir sagen mal, etwas Unbekanntes heißt ja x, ne? Wir wollen mal eine Gleichung lösen. Die heißt x Drittel plus x Viertel plus x Zwölftel soll 1 werden. Oh. Wir können nicht anders. Ihr müsst auf jeden Fall hier auch Hauptnenner bilden. Jetzt bin ich mal gespannt. Ganz genau. Die Schüler haben Folgendes erkannt. Das haben die noch nie gemacht, aber Hochachtung. Ins Wasser geworfen. Wir machen Zwölftel draus. Was muss man dann tun, wenn ich sage, ich möchte auf 12 kommen, muss ich hier oben eine 4 hinschreiben. Ganz genau. Das heißt, wenn ich hier auf Zwölftel kommen will, muss ich hier oben eine 3 hinschreiben. Nochmal die Rückwärtsprobe. Wenn ich hier kürzen würde, durch 3 ist 1, dann bleibt es ein x und hier ist es wieder eine 4. Das streiche ich aber wieder weg. Tick, tick. So, und was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich den ganzen Kram zusammenzählen und dann machen wir das mal. Dann haben wir 4x und 3x und 1x sind 8x. Das heißt, 8x Zwölftel heißen die, ist gleich 1. Ja, und damit wissen wir, wie wir umzugehen haben. Was stört? Durch 12 und mal 8 stört. Das Gegenteil ist mal 12 durch 8. Und jetzt haben wir sogar schon ein fast fertiges Ergebnis. X steht alleine. Einmal das bleibt das und die 12 Achtel, die kann man nebenbei wieder kürzen. Durch 4 ist 3, durch 4 ist 2, also 3 halbe wird das Ergebnis sein. Wer will, macht dann zu Hause mal die Probe. Das ist eine spannende Aufgabe. Schreibt das mal bis dahin ab. Ich mache mit euch noch eine so eine Aufgabe und dann hören wir für heute erstmal auf. Also, habt ihr es alle... Warte mal, ich mache mal Pause. Neue Aufgabe, gleiches Prinzip wie eben anwenden. X Fünftel plus 2x Zehntel plus 3x Zwanzigstel soll 4 sein. Mal sehen, was ihr rauskriegt. Pause-Taste drücken zu Hause, rechnen macht schlau. So, hier haben wir uns auf Zwanzigstel geeinigt. Das schreit danach. Na klar hätte ich hier kürzen können vorher nochmal. Aber wenn ich sowieso auf Zwanzigstel muss, weil die 20 ist die größte Zahl, wo die anderen auch mit reinpassen, dann muss ich hier nicht nochmal kürzen bei der 2 Zehntel x. Geschichte. Ich habe also 20 rausgemacht, habe den Mist zusammengezählt, dann sind das 4 plus 4 plus 3 ist 11. X 20 soll 4 sein. Jetzt durch 20 stört, mal 20, mal 11 stört, durch 11, also mal 20 Elftel. 4 mal 20 ist 80, 80 Elftel kommt raus. Gibt's, ja, hier gibt es noch eine Frage. So, wir haben alle Klarheiten beseitigt, glaube ich. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Was haben wir gemacht? Wenn wir Gleichungen lösen, dann müssen wir uns mit Kürzen auskennen, wir müssen es auch mit Erweitern auskennen. Es wäre Wahnsinn zu rechnen, 25 mal 26 mal 27 mal 29, mal 28 mal 29 und unten den ganzen Mist auch zusammenzurechnen und dann irgendwie das zu machen. Man kann kürzen. Das Kürzen bringt eine wesentliche Vereinfachung von Aufgaben. Kürzen genauso wie erweitern. Wir stellen uns die Pizza vor und durchstreichen. Wer das jetzt erst zum Schluss einschaltet hier bei diesem Video, der sollte nochmal in die vordere Mitte des Videos gehen, beziehungsweise in das vorherige Video, da habe ich das alles nochmal erklärt, weshalb das so ist. Wir haben Kürzungsaufgaben gemacht, gekürzt wie die Verrückten, es kamen dann relativ leichte, einfache Ergebnisse raus. Ich habe es dann hier nochmal, das sind die gleichen Aufgaben, nochmal anders gezeigt. Das hört sich am besten an mit Ton, sonst kriegt man hier irgendwie zu viel. Also mit Ton lässt sich das leichter nachvollziehen, als dass man die einzelnen durchgestrichenen Zahlen vergleicht. Hier hatten wir nochmal einen Rechentrick mit der 5. Etwas durch 5 heißt genauso gut im Kopf mal 2 durch 10. Den Trick mit der 11. Aber wir werden noch ein ganzes Video mit Rechentricks machen, damit man leichter mit den Zahlen umgehen kann. Gibt noch so viel. Ist ein einzelnes Video wert. Dann sind wir zum Gleichnamigmachen gekommen. Wir haben hier den kleinsten möglichen gemeinsamen Nenner genommen. Natürlich, ich könnte auch sagen 3 mal 4 mal 6 mal 18 mal 12 habe ich auch einen gemeinsamen Nenner, aber das wäre Wahnsinn. Dann rechnet man sich einen Wolf und das muss nicht sein. Wir haben hier in diesem Fall 36 genommen, weil die 12, 18, 6,
4 und 3 da reinpassen. Wir haben hier in diesem Fall, da stand eigentlich ursprünglich in Schwarz 3 Zwölftel, haben wir erstmal schnell ein Viertel draus gemacht. Denn dann kann man den Nenner kleiner wählen, sonst hätten wir 24stel genommen. Die 4, die 8, die 12 passen zwar in die 24, aber 3 Zwölftel ist kürzbar. Und dann haben wir wieder erweitert. Das kann man ruhig so machen. Und dann hatten wir den Vorteil, als wir erweitert haben, nach dem 1 Viertel, dann braucht man nämlich bloß noch auf Achtel zu gehen. Wird übersichtlicher. Weshalb man dieses Ergebnis so stehen lässt, habe ich nochmal dargestellt. 2-3 Minuten zurückspulen, dann wisst ihr es. Und dann haben wir eben nochmal die ganze Sache mit dem Hauptnenner erweitert. Was ist denn, wenn es heißt, in Schwarz, etwas, was ich noch nicht weiß, davon ein Drittel, davon ein Viertel und ein Zwölftel zusammen sollen 1 ergeben. Wenn ich dann den Hauptnenner bilde, muss ich entsprechend so erweitern, dass ich dann oben einfach mal eben 4x draus mache. Hier muss ich nichts machen. Dann kann ich den Kram zusammenzählen. Das gleiche hier nochmal. Wir sind am Ende angelangt. Ich sage allen, die zugeguckt haben, schönes Üben. So, und wir machen dann jetzt Feierabend. Tschüss.